Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem Informationsvideo oder Talkvideo, nennt es wie ihr es wollt. Auf jeden Fall vor einer halben Stunde habe ich meinen Kanalnamen geändert, nämlich von FIFA Mobile TV auf FMTV FIFA Mobile. Ich habe schon länger überlegt, ob ich den Schritt tun soll, weil ich fand FIFA Mobile TV, den Namen fand ich jetzt nicht so kreativ. Ich war halt am Anfang vor einem Vierteljahr, habe ich einfach schnell einen Namen gebraucht und gedacht, ich mache FIFA Mobile, hänge ich einfach ein TV hinten dran. Wie gesagt, ich war mit dem Namen nicht mehr ganz zufrieden, weil er unkreativ war, aber ich wollte ihn einerseits auch nicht abgeben, weil quasi ich ja einen Namen schon gehangen bin, weil wenn du so über ein Jahr so viel Erfolg hast mit diesem Kanal, tust du dich auch schwer, den Namen zu ändern. Letztendlich habe ich damit FMTV FIFA Mobile einen guten Kompromiss gemacht, weil FMTV steht natürlich die Kurzform von FIFA Mobile TV und als Info, dass es ein FIFA Mobile Kanal ist, kommt halt nach FMTV Querstrich FIFA Mobile. Genau, ich überlege aber noch, ob ich das unbedingt behalten muss oder ob ich vielleicht dann das FIFA Mobile mit dem Querstrich wegschiebe und mich nur FMTV nenne. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was euch lieber ist. Genau, das war's dann eigentlich auch schon von diesem Infovideo. Dann habe ich, wie gesagt, auch einen neuen Banner. Der hat mir Rage FIFA einfach so gemacht. Ich war richtig überrascht. Grüße gehen raus an Rage. Und da stand halt nur noch FMTV. Und dann habe ich mir überlegt, ja, jetzt ist doch die Chance, wirklich den Kanal am Ende, wenn im Banner auch nur FMTV steht. Weil wenn im Banner FIFA Mobile TV steht, ist halt blöd, wenn ich dann FMTV FIFA Mobile heiße. Wie gesagt, das ist alles geklärt. In den letzten Tagen ist leider auch kein Video gekommen, weil ich gerade an einem relativ, komplizierteren Projekt arbeite, nämlich an einem Player Review von Jan-Ole Sievers. Das ist Dingsbums, der Profitort von Kaiserslautern, der mir auf Instagram folgt. Und da wird relativ gut geschnitten sein. Also freut sich, das wird wahrscheinlich morgen, also Donnerstag oder übermorgen am Freitag kommen. Also schreibt in die Kommentare, ob ihr FMTV für Mobile besser finden würdet oder nur FMTV. Also haut's rein und dann ciao.